Die schwedische Marine jagt Geister-U-Boote vor ihren Küsten. Wo diese U-Boote herkommen, bleibt ungeklärt. Die Stimmen werden lauter, dass es sich um deutsche U-Boote von der Basis 211 aus Nordschwabenland handelt. Ein U-Boot wurde festgesetzt und ein Peilsender wurde durch Taucher angebracht. Sollte man jetzt die Herkunft der Boote klären können? Als das U-Boot seine Motoren startete, passierte etwas, wo niemand mit gerechnet hat. Der Peilsender fiel einfach ab. Das U-Boot verfügte über einen unbekannten und fortschrittlichen Antrieb, der auf Antimagnetismus beruhen musste. Ist dieser Antrieb auf Viktor Schauberger zurückzuführen? Weitere Einzelheiten zu dem Zwischenfall erfahrt ihr in meinem Hauptvideo.